schlechte News, Spyboy. Spyboy? Die Flugsicherung von Hengxia hat eben unsere Freigabe widerrufen. Wir werden umgeleitet. Das gefällt mir nicht. Ignorieren können sie die wohl nicht einfach. Tolle Idee. Die chinesische Regierung. Ich muss mich fügen. Bravo Echo Echo 008. Fliege zu vorgegebenen Koordinaten. Scheiße! Wir haben eine Bodenluftrakete am Arsch! Alle Systeme ausgefallen! Festhalten, könnte häufig werden! Springen Sie! Na, super. Malik, wir haben Besuch. Ich weiß, aber der Vogel wurde beschädigt. Ich muss ihn flicken, bevor es wieder losgehen kann. Ich gebe Ihnen dabei Deckung. Negativ. Sie müssen hier weg und Dr. Sevchenko finden. Ich schaff das schon. Sie sitzen auf dem Präsentierteller. Kann schon sein. Aber das ist Ihre beste Chance, unbemerkt zu entkommen. Und das wissen Sie. Also verschwinden Sie, Jensen. So, dann wollen wir mal sehen, was wir hier machen. Ist auch erstmal einer rein. Klappe halten. Oh, wir haben noch eine Munition dafür. Das ist natürlich auch super. Wo ist denn unsere... Da. Da ist unsere kleine Knarre. Müssen wir irgendwie hier hoch? Hey. Jensen. Malik, sind Sie verletzt? Was ist denn los da? Nur ein Kratzer, mein kleiner Spinnmund. Aber ich glaube... Was? Jetzt auf sich allein gestellt. Farida! Zahlen Sie es Ihnen heim. Warum ist sie denn... Fuck! Shit. Was hätte ich denn machen sollen? Wie hätte ich die denn früher... kriegen können. Ach, verdammte Kacke. Hm. Wer denn? Stirb du oben, du Sau. Alter. Hör auf mich anzuschießen. Was? Boah, schreck mich nicht so. Idiot. So. Die, dann die. Ja, ich auch. Was denn mit dem Scharfschützen da oben? Diese Gas-Scheiße. Was sind die Wurm hier? Hey. Überhaupt Schaden an dem Vieh? Oh. Nein, blick's nicht nach. Was ist das? Oh, er ist weg. Hm. Den Tod kriegen. Will ich, dass die stirbt? Dann möchte ich das hier jetzt nochmal laden. Wir laden das nochmal. Autosicherung. Letzte Autosicherung. Da. Ich will nicht, dass sie stirbt. Was kann ich denn dagegen machen?
Malik, wir haben Besuch. Ich weiß, aber der Vogel wurde beschädigt. Ich muss ihn flicken, bevor es wieder losgehen kann. Ich gebe Ihnen dabei Deckung. Negativ. Sie müssen hier weg und Dr. Sevchenko finden. Ich schaff das schon. Sie sitzen auf dem hier. Präsentierteller. Mann. Kann schon sein. Aber das ist Ihre beste Chance, unbemerkt zu entkommen. Und das wissen Sie. Okay. Also verschwinden Sie, Jensen. Macht hier überhaupt gar keinen Schaden, das Ding. Oh. Okay. Nicht so eine große Weichreite. Gucken, ob wir die retten können. Ja, ja, dachte mal nach. Oh, der ist weg. Oh, jetzt habe ich die erstmal abgelegt. Ja, schießt du mal auf mich? Nee. Malik. Malik, sind Sie verletzt? Schon wieder? Nur ein Kratzer, mein kleiner Spion. Aber ich glaube... Sie sind jetzt auf sich allein gestellt. Farida. Zahlen Sie es Ihnen heim. Moment, nochmal. Nee, das geht so nicht. Finde ich doof. Nochmal von vorne. Voriger Autosave. Ach, das ist der falsche. Das ist der falsche. Ich wollte halt den anderen. Da. Versuchen wir es mal. Einfach versuchen. Malik, wir haben Besuch. Ich weiß, aber der Vogel wurde beschädigt. Ich muss ihn flicken, bevor es wieder losgehen kann. Ich gebe Ihnen dabei Deckung. Negativ. Sie müssen hier weg und Dr. Sevchenko finden. Ich schaff das schon. Sie sitzen auf dem Präsentierteller. Kann schon sein. Aber das ist Ihre beste Chance, unbemerkt zu entkommen. Und das wissen Sie. Also verschwinden Sie, Jensen. Weg. Er ist auch weg. Wir müssen hier nur irgendwie ablenken. Und müssen da oben hin. Damit die aufhören, auf sie zu schießen. Oh, den hauen wir eine. Den haben wir eine Kugel im Kopf. Den jagen wir Kugel in den Kopf. Los, stirb! Kommen wir den da drüben dann mal wegmachen. Okay, der ist auch weg. Hey! Och nö! Jensen! Malik! Ja, ich glaube, das kriege ich nicht hin. So nur nicht. Ein Kratzer, mein kleiner Spion. Aber ich glaube... jetzt auf sich allein gestellt. Was? Farida. Zahlen Sie es Ihnen heim. Wo ist denn hier noch einer? Da ist noch einer. Du Arsch. Na gut. Dann retten wir sie nicht. Frage ist halt, wie wir die retten sollen. Naja, gut. Dann machen wir das erstmal ohne. Vielleicht beim nächsten Durchgang, falls ich das nochmal irgendwann spielen sollte. Weg mit dir. Huch.
Hau ab. Haben wir denn keine Granaten mehr oder sowas? Ja, haben wir alles nicht. Ja gut. Vielleicht können wir das ohne Granaten auch vergessen. Kann natürlich sein. Ich weiß ja auch nicht, wie stark die sind. Oh. Drecksvieh. Okay, nachladen können wir nicht mehr. Keine Munition mehr. Oh, schnell weg. Schnell weg, schnell weg. Aber wo? Ich finde das natürlich doof, dass man nicht ihre Lebensanzeige sieht, so dass man weiß, die kriegt immer noch Schaden oder so. Drecksvieh. Ah, Selbstzerstörungsfrequenz. Toll. Naja, gut. Dann nehmen wir hier nochmal die Leute mit. So was Blödes. Na gut. Vielleicht soll man es auch gar nicht beim ersten Mal schaffen. Hust, hust, hust. Oder so, keine Ahnung. Dann nehmen wir auch mit. Was hast du noch dabei? Munition. Oh, das nervt mich jetzt voll, dass die gestorben ist. Dumm ich, ey. Naja, gut. Dann werden wir sie jetzt rächen. Rache. Jensen, ich überwache den Funkverkehr von Hangshaw. Bell Tower sucht sie. Mit allen Mitteln. Die Schweine haben uns überrascht, Pritchard. Malik hat's nicht geschafft. Oh Gott, ich weiß, dass sie sich jetzt rächen wollen, aber wenn sie gesehen werden, wenn sie erkannt werden, sie sollten ihnen besser aus dem Weg gehen. Okay. Aber wenn du das hast. Ich sehe das anders. Naja. Vielleicht kriegen wir unsere Rache noch. Später. Okay. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Erstmal hier raus, würde ich sagen, wa? Die verschiedenen Händler in den Städten kaufen und verkaufen Waffen und Ausrüstungsgegenstände. Na, das ist ja top. Top, die Qualle wild. Quält. Dim, 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 dim. Okay. Ah! Was war das denn? Ja, okay. Irgendwie ist das nicht nur bei mir passiert. Was treiben die hier? Oh oh. Die sind ja noch neutral. Okay, ich gehe. Ich gehe ja schon. Bin schon weg. Ich habe hier nichts zu suchen. Hat er ja gesagt. Hallo. Keine Munition mehr. Beziehungsweise kein Platz mehr für Munition. Na gut. Guten Tag. Hallo. Ja, du siehst aber auch komisch aus. Proportionen? Nö, haben wir nicht. Kriegen wir nicht mehr rein. Ah. Wo sollen wir denn überhaupt hin? Müssen wir mal gucken. Hier ist die Lamp-Klinik. Allison Garden, Hive. Da ganz hinten. Und wir sind
Wo? Wir sind da. Wir sind da. Eigentlich müssen wir hier oben rum. Naja, wir können ja mal versuchen, hier lang zu kommen. Ja? Jensen, die Weltgesundheitsorganisation rät allen augmentierten Patienten, die nächste Limb-Klinik aufzusuchen. Es gibt ein Problem mit der Biochip-Technologie. Die Störungen, die ich hatte? Die hatten wir alle. Bis jetzt kenne ich den Grund dafür noch nicht. Gehen Sie in eine Klinik? Ich mache noch ein paar Tests. Aber da ich sie an Ihnen nicht durchführen kann und wir nicht wissen, wann Sie zurückkommen, wollen Sie vielleicht nicht warten. Ihre Entscheidung. Wo ist denn die olle Limb-Klinik? Die habe ich doch gerade auf der Karte gesehen. Baustelle, Sie sind hier, Limb. Achso, dann müssen wir hier weitergehen. Naja, gut. Sollten wir ja hingehen, weil, ne? Kann ja nur gut sein. Wie, lassen die Leute hier nicht rein? Moment, ich geh mal gucken. Mädels, wartet, ich geh gucken. Was ist hier los? Guten Tag, guten Tag. Moin, moin. Ja. Ja, ich bin Jensen. Ich informiere Chirurg. Sie sonst noch etwas kaufen? Weiß ich nicht. Was habt ihr denn noch so Schönes? Munition. Wegen Blödsinn Praxiskits. Komm, nehmen wir mit. Ich bin bereit. Wir kommen gerade aus dem OP. Die Frisur hält mit 3 Wetterdaft. Okay. Da wollte ich hin. Was haben wir denn hier? Wir haben 5 Punkte. Reflexverstärker. Das war das mit der Atmung, genau. Was haben wir hier noch? Augen. Smart Vision. Verwendung kann durch Wände sehen. Orte gefahren durch Wände. Okay, das nehmen wir mal mit. Huch, zurück. Achso, da können wir auch mal gucken. Neutralisiert mehrere Gegner. Verwendung. Werden sie vorübergehend so unsichtbar? Ach, unsichtbar. Brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Schneller sprinten. Lautlos gehen. Lautlos sprinten. Was ist das? Lautlos fallen? Lautlos fallen aus beliebiger Höhe. Okay. Nehmen wir auch mit. Na gut. Dann gehen wir mal weiter. Was sind das jetzt für komische Zeichen da rechts gewesen? Ich weiß nicht. Wofür sind die? Was machen die?